MotoTV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Die 50. Auflage der OGB 2023 hier am Nürburgring. Und Mücke Motorsport setzt wieder den Ford Capri, den Ford Escort und den Mercedes ein. Stefan, du heute im Fahrzeug von deinem Vater. Ja genau, ich darf mal fahren, ich habe die große Ehre. Wir teilen uns das Auto dieses Wochenende und ich werde das erste Rennen fahren heute Abend. Und morgen früh darf er dann hinter Steuer greifen. Ist natürlich eine Riesenfreude. Bin gestern schon auch im Qualifying gefahren und starte heute aus der ersten Reihe. Jetzt sind die Bedingungen schön. Heute Morgen sind wir mit dem Escort unterwegs gewesen bei sehr schwierigen Bedingungen. Jetzt sieht es gut aus. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Ja, hoffen wir, dass es so bleibt. Das schaut immer sehr, sehr gut aus. In wenigen Minuten geht es los. Hier das Halbstundenrennen mit diesem wunderschönen Ford Capri. Und es sind drei hier. Ja, genau. Also wir haben viele Gruppe 5 Autos diesmal dabei. Ich glaube allgemein ein sehr, sehr großes Starterfeld. Also ich freue mich drauf. Ich glaube, den Zuschauern denen wird ordentlich was geboten. Auch wenn es jetzt so spät am Abend ist, hoffe ich, dass noch zahlreiche an der Strecke sind und hinterm Fernsehen natürlich auch uns beobachten. MotoTV 22, wir möchten euch recht herzlich begrüßen. Die 50. Auflage der OGB. Und wir haben ein Gesicht, das den historischen Motorsport prägt. Ja, das Fahrzeug von Frank Stippler, der jetzt diesen BMW 23 Gruppe 5 einsetzt. Und warum einen BMW? Ja, das hat sich jetzt das erste Mal ergeben. Ich habe mich immer davor gescheut, BMW und Mercedes zu fahren, weil ich natürlich seit 20 Jahren mit Audi liiert bin. Und bin auch Audi an der Stelle sehr dankbar, dass ich das Auto jetzt mal fahren darf, weil ich hatte schon immer mal wieder Anfragen, BMWs zu fahren, weil die natürlich auch eine legendäre Vergangenheit haben, aus den 70er, 60er, 80er Jahren und so weiter. Und aber jetzt hat Audi gesagt, da in dem historischen Bereich habe ich ein Stück weit Narrenfreiheit und ich dürfte auch einen BMW mal fahren, weil das dann doch irgendwie seit 20 Jahren so eindeutig Audi ist, dass da jetzt im Grunde genommen im wahrsten Sinne des Wortes Gras drüber gewachsen ist und dass das für sie okay ist, wenn ich mal ausnahmsweise einen BMW fahre. Und so ist das zustande gekommen und jetzt hatte ich gestern die ersten ausrollenden Meter. Da hatten wir noch kleine Motorproblemchen, die scheinen behoben zu sein. Ich hoffe, dass das Auto jetzt läuft. Von der Balance her und vom Fahrwerk war ich total begeistert, weil die breiten Räder mit dem geringen Fahrzeuggewicht natürlich einen irren Fahrspaß versprechen. Und von daher freue ich mich jetzt auf das Rennen. Ich hoffe, dass das alles durchhält, Mensch und Maschine, für die halbe Stunde. Und dann müssen wir mal gucken, wo wir einlaufen. Natürlich haben wir nominell keine Chance gegen die Porsche 935, da fehlen 200 PS. Der Peter Mücke mit dem Stefan, die fahren auch schon lange Zeit länger mit dem Capri und haben da viel Erfahrungsvorsprung. Von daher müssen wir mit dem kleinen 2 Litern mal gucken, hier, wie wir klarkommen. Jetzt sind wir im Qualifying 5. Aber ich habe so meine Bedenken, dass wir das halten können. Ja, dann lassen wir uns jetzt mal überraschen. Ja, Frank, du bist ja bei mehreren Veranstaltungen mit dabei. Was bedeutet für dich der historische Motorsport? Ja, ich habe ja im historischen Motorsport angefangen, unübliche Karriere, nie Kart gefahren, nie Formelautos in dem Sinne. Und von daher bin ich durch einen Test im modernen Rennauto in den modernen Wagensport gestolpert, war immer ein Traum, aber meilenweit weg. Und nach dem ersten historischen Jahr bin ich dann einen Test gefahren, der besser war, als alle erwartet haben. Und so haben die Verantwortlichen damals gesagt, ursprünglich bei Ford, da habe ich auch meine Ausbildung gemacht in Köln beim Werk und dann später auch studiert in Köln, haben dann gesagt, lass uns mal was Professionelles versuchen. Wenn es nicht klappt, dann kannst du immer noch historisch fahren. Das versuche ich jetzt über die Porsche Cup Zeit und dann auch seit 20 Jahren jetzt mit Audi immer mal wieder wahrzunehmen, weil das eigentlich so meine Herkunft ist und wofür auch ich brenne nach wie vor. Und ich mag nach wie vor 3 Pedale und Schaltstock. Ja, und das ist wunderbar. Und wenn man das sieht, die Tribünen voll gefüllt, knapp 50.000 Zuschauer über diese 2 Tage. Ich glaube, das ist schon hervorragend, auch für den Nürburgring. Ja, ist bestimmt eins der Highlights. Genauso ist 24-Stunden-Rennen am Nürburgring, der Truck Grand Prix, Oldtimer Grand Prix, das ist eines der Highlights des Jahres für den Nürburgring. Der Fans-Zuspruch, der war enorm heute dafür, dass das Wetter so schlecht war. Der Erik Quick aus Belgien hat hier ein sensationelles Auto gebaut. Ein rares Auto, ist das einzige Auto dieser Art, das hier rumfährt. Von daher, glaube ich, haben wir rein optisch ein Highlight. Und inwiefern uns das jetzt sportlichen Erfolg bringt, das müssen wir jetzt gleich mal abwarten. Ja, und da schauen wir, da wünschen wir dir jetzt alles Gute, viel Erfolg und ein spannendes Rennen. Ja, danke schön, viel Spaß euch. Peter, wenn wir da so an den Himmel schauen, schwarze Regenwolken, was glaubst du, hält's oder hält's nicht? Nee, du kennst die Eifel. Die Eifel steht zu uns, da kommt nichts mehr. Seit wann steht die Eifel zu uns? Naja, also vorhin Wochenende hatten wir kein Glück, da wären wir fast ertrunken. Deswegen wird das Wasser alle sein und wir werden jetzt trocken fahren. Dann fahren wir jetzt drucken, denn wir haben die Slick auf den Capri montiert. Und jetzt werden wir schauen, was der Stefan dazu sagt und der Frank. Also
Die Witterungsverhältnisse hier sind nicht ideal. Über der Eifel schwarze Wolken und Sie besprechen jetzt, welche Reifen Sie jetzt heute montieren. Gibt es Regenreifen oder Trockenreifen? Da ich trocken erwarte, würde ich dem Stefan Regenreifen empfehlen. Ja, ich habe die schon drauf. Ich frage jetzt gerade Frank, ob er nicht sieht, dass da hinten der Regen kommt. Also unser Radar sagt nass. Unser Radar sagt nass. Ja, deswegen, wir haben Regenreifen drauf, Frank flährt aus Slicks. Von daher mal gucken, wie es läuft. Also wenn es trocken bleibt und der Stefan nicht mit Regenreifen fährt, dann sehen wir kein Land. Von daher, fair wäre es, wenn er mit Regenreifen fährt und wir mit Slicks im Trockenen. Also wir haben auf jeden Fall Spaß und das ist das Wichtigste, egal mit was für Reifen. Teamchef Peter Mücke von Mücke Motorsport. Peter, heute Vormittag noch das Training, gestern das Qualifying, aber Stefan steigt ins Auto. Ja, Stefan steigt ins Auto, er fährt das erste Rennen, ich bin morgen früh dran. Leider schon fast kurz vorm Aufstehen, aber egal. Die 50. Auflage der OGB, du kannst dir auch sehr viel erzählen, bist ja lange schon dabei. Ja, ich hatte heute Morgen beim Kaffee eine Tasse da, die war vom 38. Also ich bin hier schon eine Weile, nee, ist immer wieder sehr schön, gibt's ja keine Frage, hat sich ein bisschen verändert. Die Autos sind ein bisschen moderner geworden, mehr Tourenwagen, aber ist trotzdem ein Riesenevent. Und die Fans, über 50.000 haben sich hier angemeldet, über diese 2 Tage. Und wir wünschen jetzt einen tollen Motorsport. Stefan, dir alles Gute und viel Erfolg. Und dann schauen wir, was am Ende des Abends rauskommt. Genau, vielen, vielen Dank und ja, mal schauen, ob wir Spaß haben. Genau. Ja, Ulrich, du mit deinem wunderschönen BDA Ford Escort in Grau. Breit, Gruppe 5, also ein tolles Fahrzeug und jetzt geht's los, Deutsche Rennsportmeisterschaft. Ja, es ist ein tolles Gefühl und natürlich ein Anachronismus, an die alten Zeiten zu denken und mit diesem Fahrzeug zu fahren. Es war immer mein Traum als junger Mann. Da habe ich die Autos natürlich gesehen, war begeistert, wie die mit einem Rad um die Kurve kamen und die Kämpfe. Und ja, ich konnte mir nach vielen Jahren jetzt diesen Traum eben erfüllen und fahre seit ein paar Jahren dieses Auto und es macht wahnsinnigen Spaß und einfach ein Erlebnis hier Runde um Runde. Ja, toll eingesetzt von Mücke Motorsport. Du bist im Team von der Mücke Motorsport, ja. Mit dem Stefan, mit dem Peter, also in guten Händen. Ja, perfekt. Also das kann man nur sagen. Alles wird hier auch von Robert, meinem Mechaniker, perfekt betreut. Es wird alles überlegt, durchdacht und ja, wir haben auch deswegen auch heute Morgen ein super Ergebnis gehabt. Wir sind jetzt zu zweit gefahren und haben den ersten Platz in der Klasse gemacht und den 7. insgesamt. Also es läuft sehr gut. Ja, Peter, wenn wir da so an den Himmel schauen, schwarze Regenwolken, was glaubst du, hält's oder hält's nicht? Nee, du kennst die Eifel. Die Eifel steht zu uns, da kommt nichts mehr. Seit wann steht die Eifel zu uns? Naja, also vorhin Wochenende hatten wir kein Glück, da wären wir fast ertrunken. Deswegen wird das Wasser alle sein und wir werden jetzt trocken fahren. Dann fahren wir jetzt trocken, denn wir haben die Slick auf den Capri montiert. Ja. Und jetzt werden wir schauen, was der Stefan dazu sagt und der Frank. Also die Witterungsverhältnisse hier sind nicht ideal. Über der Eifel schwarze Wolken und Sie besprechen jetzt, welche Reifen Sie jetzt heute montieren. Gibt es Regenreifen oder Trockenreifen? Da ich trocken erwarte, würde ich dem Stefan Regenreifen empfehlen. Ja, ich habe die schon drauf. Ich frage jetzt gerade Frank, ob er nicht sieht, dass da hinten der Regen kommt. Also unser Radar sagt nass. Unser Radar sagt nass. Ja, deswegen, wir haben Regenreifen drauf. Frank flährt aus Slicks. Von daher mal gucken, wie es also läuft. Also wenn es trocken bleibt und der Stefan nicht mit Regenreifen fährt, dann sehen wir kein Land. Von daher, fair wäre es, wenn er mit Regenreifen fährt und wir mit Slicks im Trockenen. Ja, wir haben auf jeden Fall Spaß und das ist das Wichtigste, egal mit was für Reifen. Ja, das sind die Aussagen von Profis. Ja, wird spannend heute hier bei diesem Rennen. Ja, und der Ralf Kellners hat vorne Regenreifen, hinten Trockenreifen. Und jetzt kommt noch der Michael dazu, der heute schon ein Rennen gewonnen hat. Ja, Michael, hier unter den Großen mit dabei und es wird spannend. Ja, spannend. Also ich glaube, das ist mein Schwert ein bisschen kürzer, mit den beiden da fechten zu können. Aber schauen wir mal. Ja, es wird sicher spannend. Ich freue mich jetzt aufs Fahren, wenn er meint. Aber ja, gegen Turbo Capri ist da kein Gras gewachsen. Ja, der wächst da kein Gras. Ja. Und da haben wir wieder einen Spitzenpiloten der früheren Zeit, aber er ist heute noch schnell. Peter Oberndorfer. Peter, du schaust gerade hier durch die Runde und man kann nur wunderschöne Autos besichtigen. Es ist ein tolles Feld, muss ich sagen. Viele schöne Autos hier. Ich bin sehr gespannt, wie das Rennen läuft. Die werden einerseits versuchen, ihre schönen Autos ganz zu lassen, aber andererseits will ja doch jeder einen Pokal mit heimnehmen. Ja, Franz, wie läuft's? Naja, ich hoffe, es läuft einigermaßen gut für mich. Jetzt schauen wir mal.
schauen wir mal, lassen wir uns überraschen, ja, wie es läuft. Dass einigermaßen gut ist. Dann alles Gute. Konkurrenz ist groß. Viele schnelle Autos. Ja, ja, Gewitterwolken sind oben am Himmel. Wer weiß, was kommt. Lass uns überraschen. Ein toller. Nicht das Regnen an, das wäre das Wichtigste. Bist du schon bereit? Ja, ich bin bereit. Ich hoffe, dass es auch gut geht heute. Wir wünschen dir alles Gute. Danke. Ralf, heute Vormittag leichte Probleme, aber alles beim Besten. Und jetzt aus der ersten Startreihe geht's los gegen die Mücke. Ja, ich hoffe, dass es spannend wird, aber das Auto ist schon ziemlich schnell. Die haben das sehr gut im Griff. Das wird schwierig von uns, aber in erster Linie wollen wir erstmal ankommen und wenn wir auf der Position ankommen, dann wäre das schon mega. Du wünschst mir jetzt alles Gute, ein spannendes Rennen. Danke dir. Ford Capri, BMW 320 Gruppe 5, gesteuert vom Profi Frank Stippler. Dann dieser BMW M1, gesteuert heute Vormittag gewonnen. Michael Kammermann im BMW M1, der Vormittag mit einem 3-Liter CSL Coupé sein Rennen schon gewann bei den Tourenwagen-Legenden. Und jetzt geht es hier gleich los für ihn im BMW M1. Ja, Michael, alles Gute. Vielen Dank. Gebe mein Bestes. Ja, der Michael, wir wissen, er gibt alles und das Beste in seinem wunderschönen BMW M1. Ja, und welche Autos sind hier noch? Ein Gruppe 5, De Tomaso, gesteuert von Ralf Kellners, der sich jetzt fertig macht für das Rennen hier. Und er schaut auch nochmals in den Himmel hinauf. Gibt es Regen? Keinen Regen. Ja, Stefan Mücke sitzt auch schon in seinem Rennfahrzeug, so wie Frank Stippler in seinen BMW 320 Gruppe 5. Ja, weil für ein tolles Starterfeld. Über 40 Fahrzeuge sind hier. Ja, und jetzt werden die letzten 5 Minuten eingeläutet. Und Peter gibt noch seinen Sohn Stefan die letzten Anweisungen. Gibt es Regen oder gibt es keinen Regen? So wie es aussieht, gibt es keinen Regen, wie Peter uns prophezeit hat. Und wir werden jetzt ein spannendes Rennen hier sehen bei der Deutschen Rundstreckenmeisterschaft, Deutschen Rennsportmeisterschaft, wie sie genannt wurde vor vielen Jahren. Und wir freuen uns jetzt schon hier den De Tomaso, den Ford Capri, der aus der Pole Position fährt, wo Stefan heute sein trainingsschnellste Zeit einfuhr. Dann der nächste, auch wieder ein Ford Capri, das Ex-Fahrzeug von Ertl. Ja, welche für tolle Fahrzeuge sind hier? Über 40 Stück hier bei dieser deutschen Rennsportmeisterschaft von Ford Capri, von Ford Escort, De Tomaso, Porsche, K3 und Porsche Turbo. Ja, und wir lassen uns jetzt überraschen und begeistert werden wir jetzt dieses Rennen verfolgen. Die tollsten Fahrzeuge der früheren Zeit. Vor circa 30 Jahren wurden diese Fahrzeuge hier eingesetzt bei den deutschen Rennsportmeisterschaften. Und jetzt die 3-Minuten-Tafel wird gleich gezeigt. Ja, 3 Minuten. Zuschauer raus und dann geht es gleich. Und jetzt geht es gleich raus für diese Meute von den wunderschönsten Rennfahrzeugen der früheren historischen deutschen Rennsportmeisterschaft. Bei der 50. OGB hier am Nürburgring. Ja, und jetzt gehen die Fahrzeuge zum Vorstart. Ja, Frank Stippler in seinem BMW 320. Erich Petrakowicz auf dem Ford Capri. Fahrzeuge dürfen hier an den Start gehen. Die legendären BMW 202 von Jörg Obermoser, Opel Ascona, Alfa Romeo GTA, Ford Escort, Porsche 944, BMW 3 Liter CSL, BMW 202, Ford Capri. Ja, und hier ein Opel Manta und hier der letzte, ein Alpha.
Diesen Bericht präsentierte euch das Autohaus Strasser in St. Gertraudi.